Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Ich springe hier gerade fleißig vor mich hin. Und ich würde sagen, das machen wir heute auch noch ein bisschen. Allerdings, ich habe mir überlegt, den kompletten Trading Rare Trading Good Run, den ich dann mit euch geplant habe, den werde ich hier nicht machen, sondern ich springe jetzt mit euch bis zum nächsten, also bis zur nächsten Station, bis zur Kapaphornakis. Und von da aus mache ich mich alleine weiter auf den Weg bis zur letzten Station quasi. Und dann verkaufen wir den ganzen Scheiß zusammen. Und mein Hals fühlt sich gerade wieder doof an, aber egal. Und dann schauen wir mal weiter, was wir machen. Vielleicht kaufe ich mir dann mal ein neues Schiffchen. Vielleicht. Ja, also ich habe überlegt. Also momentan habe ich ja relativ, in Anführungszeichen, viel Geld. Also ihr müsst euch gerade vorstellen, dass ich wirklich ganz große Anführungszeichen mache. Die Sache ist ja einfach die, wenn ich mir jetzt für knapp 1 Million eine Lakon 6 kaufen würde. Was heißt für knapp 1 Million? Nein, für 1 Million. Dann ist es ja so, damit ist es ja eigentlich nicht getan. Denn ohne gescheite Ausrüstung bringt mir die Lakon 6 im Prinzip nichts. Also das wäre vergebliche Liebesmühe. Sondern da muss ja auch noch ordentlich was reingebuttert werden für einen Antrieb, für Frachtgestell und so weiter und so fort. Und ich weiß ehrlich gesagt momentan nicht, ob ich dafür genug Geld hätte. Also da bin ich wirklich gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, wie viel Geld steckt gerade in meiner Cobra drin? Da? Auch das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da müssen wir vielleicht gleich einfach mal gucken, wie viel Kohle da gerade drin steckt. Jetzt muss ich mal kurz auf meine schlaue Karte schauen. Moment. Harvestport heißt es. Wo wir hin müssen? Ach genau, ach das war hier. Haha. Hier ist nämlich schönerweise auch endlich mal wieder ein Kampfgebiet, ne? Und ich glaube, da werde ich mich auch mal reinstürzen, wenn ich demnächst mal wieder vorbeischaue. Wobei, das können wir eigentlich jetzt schon machen, ne? Ich glaube, das mache ich sogar gleich. Was ist denn das hier eigentlich für eine Gegend? Alter, was war da gerade hier alles los? Ui! Anaconda, Python, Cobra, Cobra, Edda, Edda, Edda. Boah, hier ist gut was los, ey. Scheiß die Wand an. Mist, jetzt habe ich nicht geguckt. Was sind denn das hier für Fraktionen hier unterwegs? Wir sind in der Federation, schätze ich mal. Moment, ich guck mal kurz auf die Systemmap. Ne, die sind independent. Sind alle independent. Okay. Warte mal. Ich flieg mal kurz in den Kampfbau. Alter, was ist. Warum steht da Capital Ship? Sorry, das gucken wir uns jetzt an. Da steht irgendwas vom Capital Ship. Das habe ich noch nie gesehen. Das will ich sehen. Boah, ich glaube, ich weiß sogar, was es ist. Ich glaube, ich habe da mal einen Screenshot von gesehen. Wenn wir Glück haben, werden wir gleich das größte Schiff sehen, was es momentan im Spiel gibt. Kann aber nur nichts versprechen, ne? Ich kann nichts versprechen. Guck mal, ich nehme mal das hier. Das ist, glaube ich, nicht so blöd zu erreichen. Das andere ist, glaube ich, hinterm Schiff. Ah, nee. Nee, ist es gar nicht. Ich habe nämlich gedacht, das wäre hinter dem. Hinter dem. Planeten. Aber ist es gar nicht. Boah, das wird so cool, wenn es das Schiff ist, was ich meine. Ich weiß nicht, was es, wie es heißt. Ich glaube, Dreadnought ist es, glaube ich. Ich bin gerade gespannt wie ein Flitzebogen.
So. Ganz langsam. Was? Kein Ziel ausgewählt? Och nö. Bäh. Na gut, sorry. Da habe ich gerade genoobt. Da war anscheinend noch mein System verwirrt von der Frameshift-Wolke. Tut mir leid. Wir sind gleich da. Versprochen. Nicht so schnell. Da müssen wir sogar noch näher ran, oder was? Ne, jetzt geht's. Wo ist es? Wo ist das Ding? Alter Verwalter. Oh mein Gott, was ist... Alter, das funktioniert auch noch, das Teil. Auf wen oder was schießt du? Ich muss mal kurz gucken. Fraktion. Zu welcher Fraktion gehören wir? Zu wem gehört das? Die FNS Angelos. Die gehört zur Ovimbiabas Federal League. Und die Anaconda, die hier irgendwo noch rumfliegt. Hm. Ich glaube, ich schließe mich aber mal der lokalen Gruppe an, und zwar der Kappa Fornakis Pharma Group. So, und jetzt hauen wir mal ein bisschen auf die Kacke. Nicht? Bin mir nur gerade nicht so sicher, ob ich das überhaupt will. Das kann nämlich, glaube ich, ganz, ganz blöd ausgehen, wenn ich zu nah an den Dreadnought rankomme. Wer schießt da auf mich? Alter. Wer ballert denn da? Ich drehe mich gerade einfach nur so, also ohne, ne? Föderales Flottenraumschiff. Wer hat denn da gerade auf mich gerotzt? Wer ist denn das nächste aktive Schiff? Du. Dann hole ich mir das jetzt mal. Alter, wie cool das aussieht. Einfach nur. Ohne Spaß. Oh, Anaconda. Bin mir nicht so sicher. Will ich das angreifen? Target Shields offline. Target Shields online. Ey, ich komme da überhaupt nicht nah genug ran, glaube ich. Um da irgendeine Schnitte zu machen. Die eine Anaconda, die da gerade rumfliegt, die wird gerade böse zerlegt, glaube ich. Komm, ich stürze mich einfach mal mit rein. Hat ja so keinen Sinn. Das wird ein Riesenspaß, ey. Also sobald es zu heiß wird, hau ich ab, Leute. Ne? Kann ich euch jetzt schon versprechen. Zerballern lasse ich mich hier auf jeden Fall nicht. Bandit auf 6 Uhr wird gesagt über mich. Und da zucken schon die Laser um mich drumherum. Ich glaube, so einfach wird das hier nicht... einen Kill zu landen. Boah, also das Lasergewitter ist schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Wer oder was schießt auf mich? Der Kollege hat doch gerade auf mich geschossen, ne? Oh shit! Meine Güte, ich würde gerade alles dafür tun, eine Außenansicht zu haben. Die spucken mir ja alles Mögliche hinterher. Alter. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe doch gar nichts getan. Und wir fliegen, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig sehe,
4 oder 5 Schiffe hinterher. Toll. Leute, ich gebe mal ein bisschen... Oh mein Gott, mit was schießen die da auf mich? Leute, ich gebe mal ein bisschen Kette. Das wird mir hier gerade zu bunt. Oh mein Gott. Waffen einfahren und weg hier. Wobei, komm, einmal drehe ich mich noch kurz um. Und ich schaue mir nochmal den Spaß an. Ah, komm schon. Ach, scheiß drauf, ich fliege einfach nochmal in die Richtung. Alter, wie das aussieht. Schau so ein bisschen Star Wars mäßig, oder? Yeeha! Das wird ein Riesenspaß. Ich habe gerade ein bisschen Blut geleckt. Ne, ich habe kein Blut geleckt. Ich verpiss mich. Moment. Erstmal ein Stückchen zwischen mich und die bringen und dann ab dafür. Müsste eigentlich schon gelangt haben. Ne, hat's noch nicht. Muss ich mir erstmal direkt wieder ein paar Schildzellen dazu holen. Komm, noch ein Turbo und dann müsste ich eigentlich weit genug weg sein, damit es mal schneller lädt, der ganze Rotz. Ah, fällt mir gerade irgendwie gar nicht, was hier passiert. So, endlich raus aus dem Masseschatten und ab dafür. Uiuiui, sag ich mal. Uiuiui. Ich schreibe mir mal kurz ein Zettelchen. Muss man Stift Kappa. Kappa Fornakis. Kapital Ship. Dass ich das nicht vergesse, dass das hier ist. Weil ich wusste nicht, dass das hier war. Und ich finde das ziemlich cool. Also, es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war. Fand das echt eine nette Sache gerade. Auch wenn ich überhaupt nichts reißen konnte, aber allein die Tatsache, dass da so ein riesen, so eine riesen Raumschlacht ist mit funktionierenden Capital Ships. Coole Sache. Und ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas Politisches gerade abgeht. Also ich habe also man kriegt ja, wenn man das Spiel hat, also man muss sich ja auf der Hauptseite von Frontier Development anmelden. Und da ist es so, dass du dann Newsletter geschickt bekommst. Und da stehen halt auch immer so politische Sachen drin. Oder es gibt auch auf der Internetseite, im Galnet kann man sich so ein paar Sachen angucken. Oder natürlich auch hier im Spiel, auch bei den Stationen, ist ja rechts immer so eine Newsleiste. Da müsste man eigentlich mal mittlerweile anfangen zu lesen, dass man mal ein bisschen was über die Welt erfährt. Und da geht bestimmt gerade irgendwas Politisches, hart Politisches hier ab. Wovon ich keine Ahnung habe. Aber wird wahrscheinlich relativ interessant sein. Und ich glaube, das mache ich demnächst auch mal. Vielleicht, wenn wir jetzt in der Station sind, können wir ja mal kurz gucken. Boah, ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell. Ausweichen! Boah. Das hätte ins Auge gehen können. Entschuldigung, da habe ich aus Versehen nochmal einen Boost reingedrückt zu einem Zeitpunkt, wo es nicht notwendig war. So. Ich frage mich ja immer, warum sie diese fucking Geländer sind. Ey. Das nervt. Also wie gesagt, wenn wir jetzt gleich drin sind, werde ich mal anfangen oder werde ich mal kurz gucken, ob irgendwas in den News steht. Irgendwas muss ja da sein. Da sind ja nicht einfach so Schlachtschiffe unterwegs. So, mal gucken, ob ich eine gescheite Landung hinkriege heute. Ja, mit dem Landegestell ein bisschen hängen geblieben, aber sonst ganz okay. So. Dann schauen wir mal. Da steht doch schon irgendwas. Bombing of Panem resumes.
Despite the continuing Onion Gate protest on the steps of Congress, Admiral Vincent has announced that surface bombing of Panem in the Kappa Phornakis system has resumed. But this time with targeted genetically engineered biocides to destroy the Onion Head crop. Okay. Also Onion Heads, das ist nämlich genau das, was ich gleich kaufen will. Das ist die Rare Commodity hier. Und deswegen waren da wahrscheinlich auch gerade die Schlachtschiffe, die bombardieren tatsächlich wohl den Planeten mit einer Biowaffe, um die Onion Head Ernte zu zerstören. Automated Munitions deployed from orbit release a gentle mist that... Achso, okay. Also da wird so ein Nebel freigesetzt, der die Ernte vernichtet, aber für Menschen und Fauna und Flora ansonsten ist es unschädlich. Und this time the protests are more muted and the shadow president Hudson claimed on the political panel of Face the People. On the contrary, now we see the liarbouts are more worried about their next Onion Head fix will come from than about the farmers of Panem. Okay. Ja, da wird so ein bisschen Korruption unterstellt. Das ist doch, das ist ziemlich cool. Also, schön. Gefällt mir. Federal President Boot. This morning during the ceremony to mark the start of the term at the prestigious Olympus Village University. Da wurde der Präsident ausgebuht. Finde ich super, während seiner Rede. Also hier geht ordentlich was ab. Aber das macht die Welt schön. Das heißt allerdings, dass wir uns da ein bisschen mehr informieren müssen, glaube ich. Sonst verpassen wir gut was. Deswegen ab sofort werden wir lesen, Leute. Glaubt da aber. So, Laderaum ist voll. Das heißt, ich mache mich auf den Weg Richtung... wo fliege ich denn eigentlich hin? Moment, ich muss mal kurz gucken. Nach Heike. Oder? Fliege ich nach Heike? Nee, ich fliege nicht nach Heike, oder? Muss gleich mal gucken, wo ich hin muss. Ich weiß es gerade nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Macht's gut. Tschüssi.